Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Samurai Jack. Ja, die Gamescom ist jetzt vorbei. Ich habe mir ein bisschen die Videos dazu angesehen. Zu dem Zeitpunkt sind sie ja schon lange vorbei. Und ja, es ging halt. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Hier geht es ja um Samurai Jack. So, wir sind hier kurz vorm Tempel und wer die Serie kennt, weiß ja gerade, was passiert ist im Tempel. Ja, nicht gerade, aber der weiß, was passiert ist. Ja, bin mal gespannt, wie das hier verläuft. Die Schwestern lauern ja schon, denke ich mal, auf uns auf. Und, na, wir gehen mal langsam weiter. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Ich nehme mal vorsichtshalber das Schwert. Okay. Er hat schon einmal zwischengespeichert, das ist schon mal wichtig und gut. Okay, bis jetzt ist hier noch nichts gekommen. Da ist eine Kiste. Das lohnt sich doch schon mal. Ah, das ist schön, wenn er kurzzeitig die Kraft erhöht, der Trank. Jetzt gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Ah, da haben wir Heilung. Hätte ich mich gar nicht heilen müssen. Ich musste mich kurz bis dahin wieder zurückkämpfen. Hatte jetzt Heilung genommen, aber hätte ich gewusst, dass hier Heilung ist, hätte ich mir die ganzen Tränke nicht reingeworfen. Oh. Auf der anderen Seite? Ah, guck mal einer an. Was ist denn da Schönes? Kommt denn da hoch? Da bin ich jetzt mal, warte, kann man die kaputt machen, die davon? Nee. Ah, da muss man ja irgendwie hochkommen können. Ah, ich hab ne. Okay, hier ist er jetzt hoch anscheinend. Ist schon mal nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite haben wir nicht so viel Glück, dass wir da eine Rampe haben. Allerdings hätte ich das jetzt doch schon ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das vielleicht einmal kurz den Bogen ausrüsten? Nicht ablegen. Moment. So, den Bogen. Man kann mal besser den benutzen. Hey. So. Ich glaube nicht, dass ich das abschließen kann. Nee, das ist einer von denen. Ah, wow, ganz ruhig. Bin ich da wenigstens hochgekommen. Ah, 1000 Gold, das lohnt sich doch. So. Jetzt gehen wir mal langsam in den Tempel rein. Die musikliche Stimmung hat sich auch schon mal geändert jetzt. Ah, eine Kiste. Blattfederbogen. Ist ja schön, dass wir jetzt wieder einen Bogen nochmal neu haben. Das ist auch nochmal Heilung, meine Güte. Die einen behalte ich aber nochmal. Ah, guck mal, wer da ist. Mal sehen, ob der was Nützliches hat. Heiken, Holzbogen, ja, brauche ich alles nicht. Bambusstab auch nicht. Wie sieht es denn aus mit Waffentraining? Keule, Faust. Ja, möchte ich jetzt alles erstmal nicht haben. Aber da ich ja gerade Getränke benutzt habe, benutze ich die mal lieber. Kaufe ich die mal lieber. So. Was sind... Wow. Ah, das sind Zombies. Mumien. Oder was? Okay, die gehen aber... Sollen das Massen sein?
Na? Na, komm her. Ja, weil die da Massen sind, sind die wahrscheinlich jetzt nicht so stark. Ey, nicht mich anspucken, du Sau. Und spuck keine Leute an. So, ich möchte mal mit einer anderen Waffe kämpfen. Wollt sie da zurück? Da komme ich nicht. Okay. Okay. Die maskierten Mädchen gingen durch diese Tür. Hier ist es zu gefährlich. Geh zu deinem Vater, da ist es sicher. Jack, warte, das hier habe ich nochmal gefunden. Oh. Okay. Einen Diamant nehme ich doch gerne. Bisschen Gold nehme ich auch dankend an. Ich weiß nicht, ich möchte glaube ich doch andere Waffen benutzen. Schwert. Den will ich da benutzen. Ich mag einfach die Hellebarde. Ah, okay. Naja, dies. Mich hier kriegst du nicht so einfach. So, einer ist ja noch. Na, komm her. Ah, wo kommt der denn her? Ah, Mist. Na komm her, du bist jetzt auch noch dran. Ja, ich bin mal gespannt, wie das gleich sein wird, ob er sich auch gleich in den Gräbern verstecken wird. Na komm her. Noch einer, der noch irgendwas will? Nee, okay. So. Die Statue muss noch weg. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, Jack hatte sich ja hier versteckt gehabt. In den ganzen Labyrinthen. Und die Töchter von Akku, die haben sich halt... Ach, guck mal einer an. Oh, warte mal. Ach ne, was soll's. So. Die hatten sich ja versteckt gehabt hier überall. Das sieht so aus, als wenn das so ein Raum wäre, wo die jetzt gleich auftauchen. Bin jetzt mal gespannt. Oder es kommt einfach eine Masse. Mann, dass sie immer spucken müssen. Oh, Ninja. Na, komm her. Ja, benutze ich halt den einen als Schild, wenn du schon mich mit Wurfstern beschießt.
Na, komm schon. Jetzt komm her. Also sind zwei geworden. Na komm. Wenn schon Schwerter nicht helfen, dann müssen halt die Fäuste ran. Ha, so, geht weiter. Ich muss sagen, es warten doch ganz schön viele Kämpfer auf uns hier. Okay, hier ist nichts. Hier bin ich aber umsonst jetzt hingelaufen. Echt jetzt? Ah, toll. Oh, nochmal wieder zurück. Hätte es auch vorher geben können. Ne, da zwingen sie einen extra nochmal kurzzeitig zurückzugehen. Ja, den hätte ich auch noch ganz gerne. So. Das sieht jetzt... Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht so schwer aus, aber naja. Ah, die, da sind wieder Töchter. So, einer besiegt, fehlt noch die andere. Jetzt ist sie eh alleine. Ah, die ist da mit den zwei Klingen. Ja, jeder hat ja seine eigene spezielle Waffe. Feige Sau, ist sie einfach abgehauen. Damit habe ich jetzt nicht geredet. Ich muss sie wenigstens bekämpfen bis zum Schluss, aber nö. Dem ist wohl nicht so. Ah, das wieder. Da ist er wieder. Was für ein Kriegshammer. Hm. Ich habe jetzt auch nicht wirklich mehr Gold. Hammer könnte ich verbessern. Allerdings. Ich glaube, ich verbessere mal die Fäuste. Reparieren könnte ich auch mal machen. Was haben wir denn? Du wirst repariert. Du wirst auf jeden Fall repariert, da ich da gerne mit dir spiele. Hey, Moment. Hier ist alles noch heile. Okay, gut. Es wundert mich allerdings, dass ich keine Heilung kriege. Ach guck mal, sehen wir einen an. Okay, von da aus geht's direkt runter. Jetzt würde ich gerne erstmal nochmal hier oben kurz gucken, was da noch ist. Ah, hat sich anscheinend gelohnt. Ja gut, auch wenn es nur heißes Wasser ist, es hat sich ein bisschen gelohnt. Kann ich da auch reinspringen? Ich habe das Gefühl, dass sich das lohnen könnte, wenn ich da reinspringe. Ach ja, check, es gab ja auch noch eine... Na, kommt her. Werde auch ohne ultimative Move mit euch fertig.
Geht doch. Habt ihr euch gedacht? So. 300 Bushido nehme ich dankend an. Ach, das war nur eine Spiegelung. Oh. Aber anscheinend ist das hier dann der richtige Weg. Ich versuche ja ein bisschen noch die ganzen Vergleiche zu der Serie zu schaffen, aber es gibt leider nicht so viele, leider. Ey! So haben wir nicht gewettet. Ah, das ist wieder eine Tochter von dem Schotten. Wollte schon sagen. Die maskierten Mädchen sind hier irgendwo. Und sie machen einen echten üblen Eindruck auf mich. Sie haben eine starke Verbindung zu Aku. Hier ist es gefährlich. Du musst sofort von hier weg. Dein Vater wartet schon auf dich. Ja, ich verstehe. Bitte nimm das. Ein bisschen Haggis. Unsere Wege führen weiter hier durch. Tank der Kraft ist schon mal schön. Wie gesagt, geht es weiter runter. Weiter tiefer in den Tempel hinein. Ah, hätte sein können. Aber gut, gehen wir weiter runter. Ah, da kann ich nochmal shoppen und mich heilen. Aber ich würde jetzt eh nichts Neues haben. Naja, nee. Brauche ich nichts. Aber bevor ich das vergesse. Das muss auch mal wieder sein. Einfach nur Dinge kaputt machen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwie muss ja. Hoppla. Irgendwie muss ja ein bisschen die Erfahrung kommen. Weil sonst ist ja auch wirklich nichts, ne? Doch, da ist was. Gut, dass ich mich nochmal umgesehen habe. Ah. Da ist die Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Na, weiß nicht. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ey. Da hätte man schöner machen können. Ja, aber das ist ja halt ein Action-Adventure, würde ich jetzt sagen. Ach komm, machen wir jetzt alle Gräber kaputt. Ey. Mann. Auf die habe ich jetzt schon keine Lust. Mal lieber so. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ich sollte doch, glaube ich, besser Heilung nehmen, wenn ich hier weiterkämpfe. Und den möchte ich auch ganz gerne haben. Ah, komm schon her. Ey. Oh, keine Pfeile mehr.
Ja, komm her. Okay, lieber nochmal Haggis nehmen. Das ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte jetzt. Und mir geht das ein bisschen auf die Nerven, dass ich keine Pfeile benutzen kann. Ah. Na komm, du wirst jetzt auch noch so besiegt eventuell. Oder halt anders. Mist. Na komm her. So, dann halt mit Pfeil und Bogen, wenn es nicht anders geht. Please help my sisters. Save them like you saved me. I will not fail you, Ashi. Please, you do not have to do this. Oh. Okay. Ob das was bringt? Ah, ich könnte mir auch nochmal. Ach, ich habe gar nicht gesehen, dass da oben Heilung ist. Na, komm her. Ich kann dir helfen. Lass dir doch helfen. Akku benutzt dich. Man kann die Geschichte leider nicht ändern. Gut, aber von hier mache ich erstmal wieder einen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Samurai Jack. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ob wir die anderen wenigstens helfen können. Naja, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.